Hallo Leute, mein Name ist Otzose und willkommen zurück zu Factorio, meiner zweiten Serie. Oder genauer gesagt Warptorio. Das ist das, was wir hier spielen. Wir sind wieder mal auf einem neuen Planeten, wo wir uns als allererstes um den Wasseranschluss kümmern. So, Wasseranschluss erledigt. Dann natürlich die Felder, Kupferkohle und Eisen. Wir machen 4-mal Kupfer. So viel Kohle. Stellen hier noch einen Turm hin. Und dann machen wir 14-mal Eisen. Offenbar fehlt uns hier ein Förderer. Das lässt sich beheben. Okay, die Batterie ist auch fertig geforscht. Dann machen wir doch mal mit dem Sprengstoff weiter, weil da geht's dann Richtung Militär und so weiter. Gut. So einen wollte ich. Genau. Hier. Packen wir rein und Kohle schon wieder voll. Es könnte auch daran liegen, dass die nicht im Kreis rumgehen. Gut. Und dann brauchen wir natürlich auch hier oben noch einen Turm. Und wahrscheinlich wäre auch ein Turm da unten gut bei unserer Wasserpumpe. Dieser Planet sieht schon mal ziemlich grün aus. Das gefällt mir. Und schauen wir mal. Ja, da ist noch einiges anliegend. Denn wenn grün, dann wird die Verschmutzung ziemlich gut aufgesogen, breitet sich nicht so schnell aus. Sprich, wir haben weniger Zoff mit Aliens. Was uns das Leben natürlich erleichtert. Und wenn es dann erst noch so ein einzelnes Nest ist, überhaupt kein Problem. Einzelne Würmer ignorieren wir auch. Und ich mach mal hier die Runde. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir in dieser Folge vielleicht zwei Planeten behandeln, damit wir etwas mehr Forschung aus einer Folge rausholen können. Das da unten am unteren Bildrand, das sieht sehr nach einem großen Ölfeld aus. Da haben wir noch ein kleines Nest.
Okay, dann machen wir doch mal die Forschung für die nächsten Fläschchen, während wir hier so langsam die Runde machen. Okay, die Forschung ist auch durch. Wir haben noch keine blauen Fläschchen, aber wir haben Militärforschung und wir können auch hier noch etwas weitermachen. Und dann müssen wir natürlich auch sicherstellen, dass wir hier genügend Material nachlegen. Ich denke, wenn wir hier in der Forschung weiterkommen wollen, sprich blaue Fläschchen, dann werden wir nicht umhinkommen, Kunststoffstangen herzustellen, denn die brauchen wir für die roten Schaltkreise und die brauchen wir für die blauen Fläschchen. Nun, wie kommen wir zu Kunststoff, Chemiefabrik und dann brauchen wir Kohle und Flüssiggas. Flüssiggas haben wir. Hier auf diese Seite machen wir das hier, dann machen wir doch das mal so. Zwei Kisten. Strom. Kohle rein, dann sollten wir Kunststoff rausbekommen. Wir werden auch Batterien brauchen. Was können wir vielleicht hier noch reinpacken? Holz mehr. Dem lässt sich hier abhelfen. Wir sind hier in einer Welt, die hat etwas Bäume. Wir ein paar mehr Holzkisten. Die sind nicht teuer. Hier wieder einmal rein, einmal raus, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Das sollte fürs Erste genügen. Und da kann nicht schaden, wenn wir da etwas mehr Munition produzieren. So, und nun haben wir auch eine provisorische Fabrik für die roten Schaltkreise. Nicht besonders optimiert, aber es tut's fürs Erste. Denn wir werden initial ja einfach mal so schauen, dass wir von der Hand ins Mund leben können, ein paar blaue Fläschchen produzieren.
sodass wir die notwendige Forschung durchbringen, dass wir die Plattformen vergrößern können. Und dann effektiv einen guten Teil, was momentan hier oben drauf steht, ins erste Untergeschoss runterbringen. Eine Richtung, wo wir jetzt schon hin können, liegt hier hinter den Stapelgreifarmen, nämlich da den Warp Harvester Floor zu vergrößern. Das sollte uns dann auch erlauben, die Erze, zumindest Kupfer und Kohle, anders zu fördern und im zweiten Untergeschoss eine anständige Schmelze zu platzieren. Wir sind mit der Forschung für den Harvester Floor nicht ganz fertig geworden, aber wir haben ja noch einen Planeten Zeit, da weiterzumachen. Und wir haben zu viel Zeug in der Tasche. Hoffe, ich schaffe das. Zurück in die Basis. Wahrscheinlich muss ich das Zeug da auf dieser Seite abschreiben. Yep. Das heißt, wir brauchen erstmal eine neue Pumpe. Dazu brauche ich Eisen. Dann wahrscheinlich auch ein paar Untergrundrohre. Ich erze mal hier rein. Und heute haben wir Wasser hier oben. Natürlich muss ich warten, bis die blauen Fläschchen fertig sind. Eisen hier, hier. Okay. So sieht's aus. Sieht aber wieder nach einem grünen Planeten aus. Ja, grün und kleine Erzfelder. Hoffentlich auch kleine Alien-Nester. Wir werden sehen. Okay, Bergbauforschung ist fertig, das heißt, wir können nun hier in die Plattformen reingehen. Das wird ein bisschen dauern, mindestens bis zum nächsten Planeten, sprich zur nächsten Folge. Und ich bin hier noch dabei, das aufzufüllen. Wir haben inzwischen auch etwas blaue Fläschchen. Habe hier eine Fabrik dafür hingestellt, damit ich nicht alles von Hand machen kann. Aber nun wird es langsam Zeit, die Miner hier abzubrechen auf dieser Welt. Denn uns verbleiben nicht mehr viele Sekunden. Und wir wollen ja nicht das Zeug unnötig zurücklassen. Nicht, wie es uns auf dem letzten Planeten passiert ist. Eine Minute. Hier in einigen Öfen schon alles ausgeschmolzen.
glaube, die anderen können wir auch noch abwarten. Oder zumindest ist nicht mehr allzu viel Erz übrig. Und dann müssen wir rasch da hoch. Unsere Wasserleitung einsammeln. Denn die Untergrundrohre sind doch etwas wertvoll. Hier kippen wir das übrige Erz rein. Und dann haben wir es für diese Folge. Also bis zum nächsten Mal und tschüss.